Yo, die Sonne scheint, ein schöner Tag. Ich bin in den Tod gesprungen. Wieso fangen 90% der Folgen so an? Nicht, weil ich immer Pause, naja, nicht wirklich Pause, also manchmal... Knochenkopf. Na gut, jetzt aber richtig. Willkommen zurück bei Mario Maker 2 Super Faily World, meine Mario Maker Welt, die ich gebaut habe. Und der Captain spielt mit dem Captain aus der Conscious Corner. Das bin ich. Ich bin derjenige, der leiden muss. Und mir dem Failord. Ich hab mir diesen... Drückst du immer nur einmal kurz oder hältst du gedrückt? Ich hätte gedrückt. Welchen Knopf meinst du? Die Drehsprungtaste. Ja, die hätte ich gedrückt. Müsstest du denn nicht ein Stück höher sogar springen mit dem Drehsprung? Ja. Oder musst du dafür Y gedrückt halten? Muss ich auch noch Y gedrückt halten? Nee, okay, das ich macht keinen Unterschied. Okay. Anlauf benutzen. Oh, 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 oh. Shikuru. Was ich versehentlich irgendwie noch in der Folge drin gelassen habe, wo wir uns darüber unterhalten haben. Ja. Ich frag dich... Wow! Black Hawk Down! Shit! Ah. Wie du aber auch ganz knapp an der Sonne vorbei bist noch. Beim Runterfallen. Ja. Also ich frag mich halt echt, ich habe halt zwei Folgen von Detroit so richtig einfach komplett daneben geschnitten. Ich weiß auch nicht warum und wie ich das vor allen Dingen geschafft habe. Weil ich habe Abstand zwischen der Folge davor und der Folge, die es dann gewesen ist, gehabt. Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie, dass ich versehentlich den Regler halt falsch gesetzt habe. Ey, der Knochen, Alter. Also es war halt vollkommen unverständlich für mich, wie ich so daneben das einfach machen kann. Physik! YouTube hat mir jetzt gestern ein Video vorgeschlagen, wo der Trollololo-Typ, wo offenbar ihn einfach jemand angesprochen hat und meint irgendwie, ja, können Sie das machen? Und in den ersten paar Sekunden siehst du einfach in seinem Gesicht so, oh nein, nicht der Scheiß schon wieder. Und irgendwo mittendrin scheint er sich zu denken, ach, was soll's? Und dann hängt er sich richtig rein, aber du siehst halt wirklich im ersten Moment, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ja, na ja. Warum gibt's das Internet? Sunny Days! KLFQLF ist ein super Anfang für einen Levelcode. Ja. Finde ich halt. Finde ich, ist ein super. QLF, KLF. Diese scheiß Papillon-Dinger, die vom... Pylon, Poki? Papillon. By the rivers Pipalon? Of Papillon. Von der Pappel, die Dinger. Ja. Die Papillonen. Die Papillon? Die Papillon, so nennen wir sie jetzt einfach. Die Beheimateten der Pappel sind den, die Papillon. Okay. Die Einwohner der Pappen, du meinst... Der Pappeln. Der Papeln. Papeln. Der Papelblätter. Die Papel... Naja, das sind ja nicht die Blätter, das sind Pablo Escobar. Das sind ja schon, ich weiß nicht, ist das die Frucht? Als Frucht würde ich die nicht bezeichnen. Ich glaube, das sind die Samenträger, oder? Die wirklich so fallen, das sind Papelblätter. Das sind doch nicht die... Die nennen sich Papelblätter. Okay, von mir nennen die sich Papelblätter. Aber ich meine, die heißen Papillonen? Nee, jetzt kombiniere ich die Pappel mit den Pylonen... Die überall herumstehen, vom Pylonen. Oder mit Babylon, ich weiß es nicht genau. Papillon. Naja, auch mit Babylon. Ich hab halt keine Ahnung, was sich in deinem Kopf verbindet. Das ist die Chemikalie X. Ja, er hat Powerpuff Girls in seinem Kopf. Ja, das stimmt allerdings wirklich. Beste Show. Mit Mojo Jojo. Mann, die Gegner waren alle super. Oh no, not him! Er hat einen YouTube-Kanal, nennt sich Watch Mojo Jojo. Komm zurück bei watchmojojojo.com. Hier sind die Top 10 Bösewichte aus Powerpuff Girls. Platz 1, würdest du überraschen? Jeder Platz ist Mojo Jojo. Ich glaube, du hast garantiert auch mal eine Top 10 von dem einen Typen, der immer irgendwie diese gleichbleibende Stimme hat, gehört. So, Number 10, Number 9, this guy. Number 8. Also er hat so eine ganz monotone Stimme irgendwie. Dem habe ich noch nie was gehört. Ah, shit. Der macht halt, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber der macht halt auch einfach so, immer so Top Tens. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit, ja, so im Horrorbereich zu tun. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber. Okay. Der hat halt wirklich so eine Eigenart. Und das,
Ist halt so eine Sache, ich gucke einen Speedrunner, der Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Speedrunnt, von dem ich halt auch quasi alles irgendwie gelernt habe, vom Zugucken her. Und er und seine Kumpels, die halt manchmal so ein Forbidden Memories Race machen, die bringen halt den auch ganz oft irgendwie mit rein und dann machen die den halt nach und man merkt halt einfach, okay, die meint genau diese eine Person, einfach weil er so eine signifikant monotone Stimme hat. Aber man guckt sich, wenn man sich ein Video von ihm angeguckt hat, guckt man sich noch mehr an. Der näselt so ein bisschen. Oder? Number 9. Ah, Spike. Ja. Spike, ich hab nicht auf dich geachtet. Ich hab die ganze Zeit geguckt. Rechts, der Typ, weil er gewirft. Und weil er fertig ist. Top 10 of the top 10 numbers from number 1 to number 10. Number 10, number 10, number 9, number 8, number 7, number 2, number 5, number 4, number 6, number 3. Es wird kompliziert. Ja. Ja. Oh nein, oh nein. Ach, was soll's. Ob ich nun groß oder klein sterbe, ist eigentlich egal. Oh, das wäre auch ein guter YouTube-Short. Einfach diese Top 10 Numbers from Number 1 to Number 10. Wow. Hatten wir schon lange nicht mehr. Das stimmt. Nicht mehr seit Anfang der Folge. Die geht schon über 4 Minuten. Da, 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 da. Ach, Mann, ich hab schon... Ja. Duzi. Duzi. Geht sie. Duzi. Duzi. Was ist denn jetzt los? Ist es in mich gefahren? Was ist jetzt? Ist alles in Ordnung? Ich weiß, ich kann es dir nicht sagen. Hau ab mit deinem Knochen, du trockener Typ, du trockener Typ. Boing, 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 boing. Oh, boing. So ein Mist. Warte mal, ich weiß ganz genau, was du jetzt von mir willst hier. Hau ab, Spike. Hier, ah. Nein. Ah, das wäre so gut gewesen. Ja, hätte ich jetzt einen Stern. Ja, wäre eine gute Idee gewesen, aber nein. Oh, nee, einen Stern sowieso nicht. Was willst du mal mit meinem Stern? Ich kann dir sagen. Einen Stern, der mich durchs Leben trägt. Das Level. Ah, ah! Indiana. Also ich kann dir sagen, mit den Sternen, ja, die habe ich meistens nur in Bonus-Arealen eingebaut. Ah. Ich weiß auch nicht, ob dir aufgefallen ist, dass Spike die Sonne killen kann. Spike, ist die Sonne tot? Die Sonne ist tot. Ja, guck doch. Die Sonne ist Siehst tot. Du die Sonne? Nein, die Sonne ist weg. Jetzt Frostpunk hier. Urk! Hab ich so kommen sehen, dass ja. Er irgendwie Urk gemacht. Ich wollte ihn töten. Verstehst du? Dass er mich nicht wieder von hinten abwirft, während ich darauf warte, meinen Masterplan auszuführen oder rüberzuspringen von den anderen Knochentypen. Oh, I see. Ja, ja, es war alles, aber dann ist es... Kannst du einfach nur den Tod ran. Kannst du nur noch den Tod ran. Was willst du machen? Project 66. Nee, wie war das? Order 66. Order, danke. Order 66 war das. Project 66, das ist ein Emulator für Nintendo 66. Ja. Ey, Mann. Wo das ist mein... besser als das Nintendo 64. Ja, überleg mal, was damit möglich ist. Der Nebel, das der ist alles. Bestimmt das ist, mindestens... Das ist Ultra Nintendo. Ja. Ich frage, also wenn Ja, wenn Nintendo wirklich das ursprüngliche Naming-Scheme beibehalten hätte, ja. Was ursprünglich angedacht war, also sie hatten ja das NES, da kam das Super Nintendo, ja. Und das N64 wäre ja eigentlich das Ultra Nintendo. Heißt das dann, der GameCube wäre das Mega Nintendo geworden? Weiß ich nicht. Ultra klingt irgendwie mehr, als ob es weniger wäre als Ultra. Hyper wäre vielleicht dann danach gekommen. Ultra klingt, als wäre es weniger als Ultra, hast du gerade gesagt. Nein, ich habe gesagt, Ultra klingt... Ja, vorhin habe ich gesagt, aber ich meinte, Mega klingt, als ob es weniger wäre als Ultra. Du findest, Mega ist weniger als Ultra? Ja, ich finde, Ultra klingt wesentlich, da sind schon mehr Buchstaben drin mit U. Ultra. Mega. Okay, wenn ich jetzt sage, Mega und Ultra. Ist mein Punkt nicht bewiesen? Nee. Aber worauf ich hinaus möchte? Wow. The fuck? Das funktioniert? Der Mega-Jank. Worauf ich hinaus möchte, ist Ultra klingt viel mächtiger als Mega. Interessant. Also ich kann ja nur sagen, deswegen denke ich das wahrscheinlich, in Digimon kommt erst das, also... kommt dann nicht zuerst die Mega und dann die Ultra? Champion? Nein, dann Ultra und dann Mega. Okay, naja, dann haben die das da...
Und jetzt, was Zahlen angeht, ist Mega natürlich auch mehr als, Mega, dann kommt Giga, richtig. Das Giga-Nintendo. Giga-Nintendo. Stell es mal vor. Ja. Das Giga-Nintendo. Hallo, hier ist Giga-Tendo 73. Das Let's Play. Was ich jetzt auch gehört habe, ist, dass die vielleicht zu dem Zeitpunkt schon bestätigte Switch Pro eventuell auch Super Switch heißt. Super Switch! Wow, dann fangen sie einfach mit dem. Ey, ganz ehrlich, nennen sie bitte Power Switch. Das wäre so cool. Also für uns im Ausland, aber für. I want to buy a Power Switch, like. Oh shit. We don't sell those anymore. What the fuck are you talking about? I'll destroy a corner store. Dann verkauft er nur Gemüse. Power Switch ist auch eine gute Idee. Nee, aber wenn sie einfach mit dem Naming Scheme wieder so anfangen und es ist halt jetzt nicht wie halt irgendwie einfach nur Nintendo, sondern Switch, Super Switch, Switch 64. Switch Cube? Switch Wii? Switch Wii? Switch Wii U? Switch Switch? Switch Swatch? Switch Swatch? Und dann Super Switch Swatch? Wirf doch! Banause. So. You don't pronounce it right, it's Swanch. Ja, keine Ahnung. Nee. Oh. Alter. Ja. Die Stelle ist scheiße. Vor allen Dingen einfach. Wer hat sich bei den Grafikkarten Sachen überhaupt ausgedacht? Was bedeutet das TI eigentlich in der einigen Grafikkarte? Totally innovative. Technically. Impressive. Impressive. Man muss ja mehr sein als der Vorgänger quasi. Ja. Yeah. Nee, und dann haben sie sich ja irgendwann gedacht, dann machen wir zwischen die normalen und der TI noch die Super dazwischen. Aber eine Super-Grafikkarte, finde ich, die müsste doch über TI stehen, oder nicht? Weiß ich nicht. Wofür steht TI? Tensor Insight. Ja, vielleicht. Tensor Insight. Na, Tensor Insight. Technically incapable. TI Graphics. Okay, TI Graphics ist ein Mountainbike. Nee, das ist ein Laden. Ach shit! Ein Grafikdesigner in Dentke, in Niedersachsen. Der heißt TI Graphics, okay. It's tea time. Ah, TI Graphics Card Meaning. TI is used on a Nvidia Graphics Card. Punkt. It stands for Titanium. Ach, na klar, ist chemisches. Just like other descriptors on GPUs, indicates a more powerful card that will in turn give you better performance when compared to the non-TI version. Das war doof. Also quasi wie die Titan, nur als Titanium, aber man kann es nicht aussprechen. Weil, hättest du lieber eine Titan oder Titanium? Das ist jetzt die Frage, ne? Kommt drauf an. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Tja. Naja, für irgendwas muss es ja stehen. Ja. Jetzt wissen wir, wofür es steht. Es ist. Ach, scheiße, schon wieder gesprungen wie ein blöder Vollidiot. Oh. Dafür steht TI? Dafür steht TI. Schon wieder gesprungen wie ein blöder Vollidiot. Nice. So, du räumst jetzt. Nein! Naja, vor allen Dingen habe ich halt keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Alter. In welchem Leistungsverhältnis die Titan-Karten eigentlich zu den normalen stehen? Die sind immer noch so ein bisschen. Also die 3090 ist jetzt quasi die Titan-Karte der 30er-Reihe, oder nicht? So bisher, ja. Okay. Nur ist er halt 1000 Euro günstiger und wesentlich leistungsstärker. Waren die Titan-Karten immer so teurer auch? Ja, also die jetzt aktuelle noch Titan-Karte, die kostet MSVP. Das war die. Das 2500. Boah, Alter. Ja. Gegenüber die 1500 für die 3090. 3090, ja. Eigentlich. Eigentlich, ja. Also, was da jetzt tatsächlich abgeht, wissen wir, ist. Dafür 1500 kriegst du jetzt höchstens eine 3080. Potenziell. Ja. So, sterben oder sterben?
So, jetzt wirft der Knochen mal, jetzt gehe ich hier hin, jetzt wirft der Knochen gleich nochmal. Jetzt habe ich ihn erwischt, okay. Okay, jetzt müssen wir nur hoffen, dass die Knochen hören auch nie auf zu fliegen. Verpiss dich! Ich hab. Ach, warum redest du? Du warst auf dem Wind nach links! Kannst du dich einfach jetzt aufstehen und denke ich, jetzt nach rechts? Weil. Na doch, er hat dich mitgekriegt. Er hat mich mitgekriegt. So intelligent sind die nicht. Die haben nicht mal ein Gehirn. Wo sollen die auch ein Gehirn haben? Ey, kannst du in den Schädel reingucken? Ja, kann ich, wenn ich drauf springe. Jetzt habe ich meinen Pilz verloren. Oh. Aber ja, hier der Grafikkarten-Talk hier. Und der Grafikkarten-Talk, ja. Wir sind die absoluten Experten. Also, die finde ich, die überhaupt keinen Sinn ergeben, wie ich finde, sind einfach mal die Radeon-Grafikkarten jetzt so von AMD. Da ergibt das Naming-Scheme für mich überhaupt keinen Sinn. Die waren irgendwann schon mal bei irgendwelchen 4000er, 5000er, 7000er, 8000ern. Dann sind sie plötzlich auf 200 runter, haben bis 500 hochgezählt. Und jetzt sind sie wieder bei 5000 plötzlich gewesen. Nachdem ja. Erstmal dazwischen Vega kam. Was nicht meine Zahl ist. Vega 64. Ah ja, Vega, ja, okay, Entschuldigung. Vega 56 und 64. Verzeihung. Aber war das nicht bei GeForce genauso? Ups. Die haben sie doch auch einmal geloopt, oder nicht? Das weiß ich nicht genau. So lange habe ich Grafikkarten eigentlich noch nicht verfolgt, um ehrlich zu sein. Aber mein erster Rechner, den ich hatte, den ich damals Ben abgekauft habe, der hatte halt eine AMD 4000 oder 5000 oder sowas, irgendwas drin. Du hast den noch bei dir stehen, ne? Da steht's ja drauf. Und deswegen, aber... nee, ich weiß, was der Unterschied ist. Es ist einfach das Kürzel am Anfang, was sich ändert. Also, das waren dann, glaube ich, nicht... Die hießen dann einfach nur Radeon irgendwas. Dann kam plötzlich die R9290X, was ich zum Beispiel hatte. Und die jetzt, das sind die RX irgendwas. Oder so. Oder? Was? Jetzt? Ja, jetzt RX. Ja. AX 5000 irgendwas. Aber wenn du denn schon bei den Tausendern wieder anfängst, warum fängst du dann mit 5000 wieder an? Wollten die einfach irgendwie... Die wollten einfach über Nvidia stehen. Okay, ja. Das wollte ich auch gerade sagen, dass die Zahl einfach größer ist als bei Nvidia, damit die Leute denken, oh, das ist... Das muss ja noch weiter sein als bei Nvidia, so nach dem Motto. Ja. Weil die sind ja gerade mal bei 1000 angekommen. Was für Luschen. Aber da hätten sie ja theoretisch mit den RTX-Karten ja auch direkt wieder bei irgendwie einer Kleinzahl anfangen können. Haben sie ja auch nicht gemacht, haben sie ja bei 2000 angefangen. Mann, die sollten die Karten ganz anders nennen. Die sollten die nennen, hier kommt die neue AMD Wunderhund. Das ist mein Tag, nennen die doch einfach mal cool. Der ist die AMD Torpedo. Oh Gott. Vor allen Dingen ja. Finde ich das lustig, dass dann die ganzen Prozessoren immer irgendwie ihre Namen haben. Also ihre, besonders bei Intel halt einfach, die haben dann immer so ihre Namen, so Rocket Lake, Coffee Lake, Haswell und sonst was alles. Aber im Endeffekt nennen sie die dann irgendwie 10.538K. Ja. Naja, gut, das eine ist ja die Architektur und das andere ist... Ja, der Name. Der Bullshit-Name. Ja, aber komm, AMD Wunderhund, auf geht's. Naja, da hätten sie auch, also AMD hätte ja ihre Grafikkarte ja auch noch weiter so benennen können. Also Navi oder wie genannt wird, Big Navi oder so, hätten sie ja wirklich so nennen können. Ja, aber ich glaube, interne Codenamen werden die benutzt. Ja, gut, so wie ja. Dolphin. Anscheinend ja nicht, nee. Doch, Dolphin wurde quasi benutzt, nämlich für den Namen des Raumschiffs von Olimar. Ja, okay, wow. Ja. Gut. Jetzt hast du mich. Das ist, ja. Okay, also was soll ich jetzt dazu noch sagen? Macht euch selbst ein Bild darüber, ob das gilt oder nicht. Warum sollte das nicht gelten? Ja, weil, das Raumschiff also von Olimar ein digitales Raumschiff in einem Videospiel ist und keine Hardware. Die irgendwo rumstehen. Ja, ich gebe zu, sie haben ihre Konsole nicht so genannt. Ja, aber sie haben einfach irgendwas Dolphin genannt. Aber ja. Dann kam Sega und gesagt, ja, okay, aber guck mal hier, wir haben doch bereits Echo the Dolphin. Ja, genau. Den haben wir schon seit dem Mega Drive. Leute, ihr habt geklaut von uns. Patentrecht und dann wurde Nintendo verklagt von Sega. So war das. Jetzt habe ich vermutlich. Ich meine, irgendwas davon besiegt bekommen. Ach, jetzt hier kommt die Google. Hier kommt die Kugel. Hau ab, Spike! Dich mache ich sofort platt. Du gehst mir so auf den Sack. Richtig auf den Piss gehst du mir.
Und jetzt dich. Ah, oh. Voll rein. Schade. Ah, die Sekunde gewartet, so wäre es zu viel gewesen. Aber hätte ich eine Millisekunde gewartet, hätte ich gewonnen. Wäre jetzt durch das Level durch. Aber das ist heute das letzte Level, glaube ich, an dem ich... Okay. Ganz schön wüst geht's hier zu. Ich hab darauf gewartet, dass der Pilz zurück in den Block fährt. Ich dachte mir, warum nicht? Ach. Wenn du wüsstest, was noch kommt. Oh. Ja, MD Wunderhund. Dann muss ich dann nicht mehr wüste Beschimpfungen anhören müssen. Das bist du sowieso. Der nennt mich Wunderhund. Ja. Save me. Save me from the nothing I've become. Du entlernst bei Linkin Park. Nee. Evanescence Evangelion. Evanescence Evangelion, weiß man noch? Ja, genau. Ach Mann, ihr Schelme mit euren komischen spitzen Stacheln da, ihr. Da, Shido. Ah, save me from the nothing. Oh. Oh. Das war so gut. Weißt du, was mich triggert, dass da unten der Block einfach aufhört? Ja, das kann man leider nicht schöner aussehen lassen. Okay, schade. Mich nervt das auch, glaub mir. Als ich das heute gesehen habe, war auch so, Mario Maker, warum? Voll rein. Hätte ich sowas mit Lunar Magic zum Beispiel gebaut, wäre das nicht so. Oder ja. Ich hätte halt alles einfach irgendwie ein paar Etagen so hoch bauen müssen, dass die Kamera halt nicht so weit nach unten scrollt, dass du das nicht siehst. Aber das wäre Bullshit gewesen, weil das einfach mal komplett Platz wegnimmt. Naja, ob du jetzt einen Platz brauchst. Ja, eigentlich nicht, aber das war mir jetzt nicht wert, da irgendwie so viele Blöcke hinzubauen, einfach damit man das nicht sieht. Das war es mir dann doch nicht wert. Vor allen Dingen, weil dann das Bild auch anfängt, einfach die Kamera, die ist dann immer so hoch, da siehst du halt einfach, die Hälfte des Bildes ist einfach nur Boden und das sieht scheiße aus. Ja, okay. Knochen und noch ein Knochen. Ja, guck mal, der hat mich jetzt auch, hat mich nie bemerkt. Bein hart wie ein Knochen. Oh, Bein hart. Bein hart ist der trocken. Oh. Bein hart wie ein Kastrier. Kastrier? Ich wollte nur einmal mit dem Flaschbier. Ja, der hat dich ignoriert, einfach weil er noch am Laufen war. Aber wenn die nach oben kommen, dann orientieren sie sich immer. Also wenn die wieder aufstehen, dann orientieren sie sich nach dir, wo du bist. Ah ja. Quasi als Rache. Der hat mich runtergemacht, den hau ich weg. Man muss sich denn jetzt eigentlich meine Größe verlieren. Ich möchte einfach mal länger groß bleiben. Meinst du, wenn ich unten durch die Röhre gehe, finde ich da genug Items, um mich für immer groß zu halten? Ich habe keine Ahnung mehr, was genau in der Röhre drin ist. Oh, das ist auch für dich das erste Mal, verstehe. Nee, das nicht. Ich weiß es nur nicht mehr. Ja. Es ist nur so lange her, dass ich es schon nicht mehr weiß. Oi, oi, oi. Ja. Das ist fast Castlevania-Musik. Was, jetzt hier die... Ja, das ist... Oh, scheiße, bin ich doof oder was? Schreibt's in die Kommentare. Timeframe hier, weiß ich nicht, was wir jetzt sind. 16:45. Ja, du bist doof, Captain. Und wenn ich pack's trotzdem an 16:45. Mal sehen, was passiert. Ja, ich. Irgendwer muss den Timestamp 16:45. Also, Captain, du weißt, was du zu tun hast. Ja, ich muss mich selbst kommentieren. Meinst du, irgendjemand hat die Folge bis hierher geguckt? Das weiß ich nicht. Wenn doch, dann schreibt 16:45 in die Kommentare. Yeah, 16:45. 16:45 ist schon ein paar Jahre her. 16:45. 16:45. Es schmeckt nicht, also würzig. Yeah. Warte. Ich habe auch gerade überlegt. Ach, scheiße. Ist da vielleicht ein versteckter Block da oben? Bin ich so ein pixeliger... Mönch. Pixeliger Mönch. Mönch! Eines Tages, Leute. Das werdet ihr dieses eine Projekt sehen. Das ist so das... Wenn wirklich irgendwie mit Urheberrechtssachen nicht das funktioniert, das finale Projekt werden. Weil das war der Anfang, wo wir angefangen haben, also nicht ganz angefangen haben, aber angefangen haben, konstant aufzunehmen. Also immer wirklich einmal die Woche uns zu treffen. Dieses eine Projekt, was ihr immer noch nicht zu sehen bekommen habt, was wir vor 5 Jahren aufgenommen haben mittlerweile. Ja. Wo die Qualität noch nicht so gut war und wir auch vom Kommentierstil her noch... andere Dynamik hatten, glaube ich. Also wir waren alle beide noch nicht so eingespielt so miteinander. Ja, das kann durchaus sein. Na dann, würde ich sagen, wäre es das auch mit dieser Folge von Let's Play Mario Maker 2 und Super Faily World hier beim Level Sunny Days.
Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Und tschüss, bis dann. Ne, macht's gut.